Es geht da relativ rau zu. Es ist ja auch im letzten Forum klar gemacht worden, welche Engpässe zwischen Einkäufern des Handels und den Herstellern und dann weitergegeben auch an die Erzeuger da draußen sind. Also wir können und sollten nicht in Harmonie machen, sondern wir müssen einmal mehr, und das ist ja Teil auch des menschlichen Entwicklungsprogramms, individuell wie der kulturellen Evolution, Spannung aushalten. Sonst wird da nichts. Es gibt keinen Königsweg in eine klimafreundliche Ernährungswirtschaft. Es gibt eine Vielfalt von Ansätzen, es gibt fantastische Pilotprojekte, es gibt riesige Herausforderungen in der politischen Gestaltung, und wir schaffen, wenn wir gut sind, alle zusammen, kooperativ nächste belastbare Wege zu gestalten. Das ist mir ganz wichtig, jetzt, wo wir mal reflektieren, was eigentlich gelaufen ist und wo wir ja in der Tat alle einerseits begeistert sind von den Beiträgen, die hier geleistet wurden, inklusive auch den Fragen, die wir von unseren Gästen und Teilnehmenden im Netz bekommen haben. Ja, da ist auch heute früh ein Macherinnen-Spirit geweckt worden, und ich lade Sie bewusst nochmal an dieser Stelle ein, sich in diesem Macherinnen-Spirit zu ankern. Weil man könnte ja wahnsinnig werden. Scheinbar wissen ja ganz viele Menschen, wie es gut weitergeht, und faktisch geht es aber irgendwie down the slope, also in vielen Bereichen wird es schlechter. Auch bei Biobetrieben, haben wir gehört, wird Humus abgebaut und. Das ist alles nicht selbstverständlich, dass die Zukunftsvorstellungen und praktischen Lösungen, die wir in den Anbausystemmöglichkeiten, die wir hier debattiert haben, sehen, dass die wirklich greifen. Und wir werden riesige Herausforderungen haben, weil es natürlich am Ende um neue Technologien geht. Auch dieses Thema haben wir ein wenig ausgeblendet. Und wir wissen es aber, jetzt in der nächsten Regierungsperiode und auch auf EU-Ebene geht es um CRISPR-Cas, es geht um Koexistenzfragen, es geht um das Vorsorgeprinzip versus Innovationsprinzip. Die Bühne ist jetzt über 20 Jahre bereitet, und jetzt beginnen die Auftritte, und zwar die öffentlichen, und zwar in einer Intensität, dass wir uns alle, glaube ich, aus der Öko-Welt sehr warm anziehen müssen. Alles andere wäre illusorisch. Umso mehr, wir brauchen einen Macherinnen-Spirit, und ich denke, wir haben durch die Tagung hier auch eine Schärfung oder Schärfungsangebote für den Purpose und die Mission, die uns treibt, sonst wären wir ja gar nicht hier, bekommen. Wir sind nochmal neu geladen worden, und deshalb an dieser Stelle erstmal ein Dank, dass hier in der Akademie Schloss Kirchberg das möglich ist. Auch seelische Basis zu nähren, um die es uns immer wieder geht. Wir machen das ja nicht aus einer rein politischen Motivation, sondern wir machen es, weil wir alle glauben, so geht es mir jedenfalls, und ich übertrage das jetzt mal, dass wir in irgendeiner Weise beitragen könnten, dass es sowas wie eine generationengerechte Zukunft geben könnte. Ultra-Konjunktiv. Ja, deshalb machen wir das. Und das verbindet uns. Und dann ringen wir über die Gerechtigkeitskonzepte, dann ringen wir über die technologischen Lösungen, die im Raum sind. Und dann muss auch ich immer wieder mit Zynismus, Frustration kämpfen. Es gibt nur ein ständiges Ringen. Um den je besseren Schritt korrigieren, Fehler machen. Wir können scheitern. Wir müssen nicht scheitern, aber wir können scheitern. Gesamtgesellschaftlich, europäisch, deutsch, als Biobewegung scheitern. Auch das tut weh, aber wenn wir nicht auf diese Ebene von Ernsthaftigkeit gehen, im Wettbewerb der guten Lösungen, kommen wir nicht wirklich weiter. Alle tendieren uns in einer Blase zu bewegen, auch hier. Einer Sprachblase, die ist nicht von babylonischen Sprachverwirrungen gekennzeichnet, sondern wo Worte auf Worte gesetzt werden und wir am Ende glauben zu wissen, wo wir 2030 in diesem politischen Rahmen, der da jetzt so gesetzt ist, idealerweise herauskommen. Idealerweise heißt, ja, wir haben hier genährt eine Zukunftsvorstellung, wo wir über die sogenannte grüne Null hinausgehen können in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Ist das eine Vision, die
anstrebenswert ist, aber zumindest technisch gesprochen, und so haben wir ja auch in unserem Buch, Jan Plage, Herr Rademacher und ich und die Kolleginnen, die da mitgewirkt haben, zur klimapositiven Landwirtschaft gesprochen. Ja, es kann einen Imagewandel durch veränderte Anbaupraxen in der Landwirtschaft relativ zügig geben, wobei wir nicht in unserem Buch sagen, dass der Fokus auf Klima der Fokus sein muss oder der archimedische Punkt, aus dem alles über den alles gehebelt werden kann. Das ist ja auch nicht der Fall. Wir haben hier dankenswerterweise, und das gehört ja auch zum Resümee, über Biodiversität gesprochen, über reale Einkommenssteigerungen, die nötig sind in der Fläche, über veränderte Politiken. Das sind alles Hebel, die gemeinsam bedient werden müssen und die dann vielleicht dazu führen, dass das Landwirtschaft als ein konstruktiver Lösungsbeitrag für Zukunft auch in Deutschland und Europa gesehen werden kann. Dass das Image sich wandelt, unter dem die konventionellen Landwirte leiden, unter dem die Spannungen in den Dörfern auch sind. Wer ist jetzt gut oder böse? Meine Damen und Herren, ich bin Theologe. Wenn wir mit der Frage daran gehen, haben wir keine Zukunft. Es geht nicht um gut und böse, es geht eher um sachlich richtig, um belastbare Schritte oder konkret zu werden, um Planungssicherheit zwischen der abnehmenden Hand und der anbauenden Hand. Darum geht's. Aber soweit vielleicht das, was mich beschäftigt und als Resonanz auf die Stimmungen, die hier im Raum waren. Jetzt haben wir das Glück, mit Dr. Alexander Beck, dem geschäftsführenden Vorstand der AÖL, die Öko-Lebensmittelhersteller, hallo Alex, mit dem ich mehrfach jetzt während der Tagung in Kontakt war, einen stillen Beobachter hier zu haben. Und das gehört für Entwicklung essentiell dazu von Systemen, dass sie sich erlauben, beobachtet zu werden und aus den Beobachtungsaussagen heraus dann den nächsten Schritt machen, den wir hier auch mit der Akademie Schloss Kirchberg machen wollen. Lieber Alexander, willkommen in der Runde. Und was hast du beobachtet? Also als allererstes möchte ich noch mal sagen, ich glaube, für mich ist es doch sehr, sehr wichtig, die Qualität der Beiträge wahrzunehmen und die Qualität des Ringens um die Wege wahrzunehmen. Und es ist zu Recht gesagt worden, wir müssen uns natürlich in einer ganz anderen Form jetzt auch in die Verantwortung stellen und nicht nur sagen, was nicht geht, sondern eben sagen, was geht und Antworten finden für die, Theo, hast du sehr gut gesagt, für die nächsten Schritte, die man jetzt mal angehen muss, im besten Wissen, im besten Bewusstsein und natürlich auch mit dem Risiko zu scheitern. Aber wenn wir sie nicht gehen, dann wird es keine Veränderung geben. Ich bin im Bild rausgekommen, wir brauchen keine Angst vor Veränderung zu haben. Ganz im Gegenteil. Also es ist so viel Veränderung gewesen in den letzten zwei Generationen, gerade in den Lebensumständen der Menschen, aller Menschen, denke ich, auf dieser Welt, dass wir diese Angst eigentlich nicht pflegen müssen, sondern dass wir jetzt sie als Chance begreifen dürfen. Sondern wir müssen verstehen, dass wir Teil, integraler Teil dieser Natur sind und nur mit ihr sozusagen eine Perspektive haben. Wir haben nicht über Macht gesprochen. Das finde ich ganz schwierig. Wir haben nicht über Macht gesprochen. Wir haben in der Lebensmittelwirtschaft ein Riesenproblem. Wir haben ein extremes Machtgefälle und deswegen kann sich ja der Einkäufer auch so verhalten, wie er sich verhält, weil er das so gelernt hat. Und er macht ein Angebot hinten, da steht dann drauf, nimm 3, verkaufe 2. Und wir wundern uns, dass 25% der Lebensmittel weggeworfen werden. So. Machen Sie sich ein Bild, was an CO2 gespart werden kann, wenn diese 25% nicht weggeworfen werden. Aber fragen Sie sich auch, wer denn in diesem Handelsherstellersystem bereit ist, auf die 25% Umsatz zu verzichten. Bei mir hat noch niemand die Hand gehoben, was das anbelangt. Also hier müssen wir uns ein bisschen ehrlich machen und müssen klar sehen, dass Machtstrukturen hier natürlich eine Rolle spielen. Und wir können 1000-mal über Lieferkettengesetz sprechen, wir können über UTBs sprechen. Wenn wir diese Strukturen nicht sozusagen zu etwas transformieren, dass Fairness entsteht, wird sie nicht entstehen. Und ich will noch eines erwähnen, auch dort erodiert es ja. Gerade Corona hat uns das gezeigt. Also Amazon und Alibaba, das ist das Schwert. Also die weitere Monopolisierung, also aus den Oligopolen in die Monopolisierung auf der Absatzseite, die droht uns. Und hier müssen wir ganz deutlich hin. Wir müssen auch die Nachhaltigkeitsfrage seriös nehmen. Ich habe immer das Gefühl, wir tun es noch nicht richtig. Das möchte ich auch nochmal ausdeuten. Nachhaltigkeit ist genährt aus 3 zentralen Begriffen. Und ich muss sagen, ich will das gleich vorwegschicken. Ich finde, die Lebensmittelwirtschaft kann mit größtem Vertrauen genau auf diese Begriffe schauen, weil sie sozusagen eigentlich die Werkzeuge dafür in der Hand hat, im Gegensatz zu anderen Branchen, die da deutlich mehr Schwierigkeiten haben. Die Begriffe sind Suffizienz, Kreislauforientierung und Effizienz. Wir zappeln uns ab an der Effizienz, das sind wir alle furchtbar gut, nur mit der Effizienz werden wir die Probleme nicht lösen, weil die Prioritäten sind anders. Also wir müssen über Suffizienz reden und
Es wird ganz oft negativ intoniert bei uns, denn die Menschen können auf viel, viel verzichten. Wenn wir eine Suffizienzorientierung in der Wirtschaftsentwicklung bekommen, können wir als Lebensmittelbranche nur gewinnen. Wenn Sie den zweiten Grundsatz der Nachhaltigkeit nehmen, Kreislauf, dann, das ist die DNA der Lebensmittelwirtschaft. Wir haben traditionell Kreislaufsysteme etabliert und können die spielen. An der einen oder anderen Stelle müssen wir die wieder neu entdecken. Und der wichtigste Punkt, wir müssen die großen Nährstoffkreisläufe schließen. Wenn wir das nicht tun, werden wir versagen. Und Effizienz, ja, Effizienz, das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt in den letzten Jahrzehnten. Das sind industrielle Prozesse, die aber möglicherweise dann in ihrer Effizienz zu 25% Lebensmittelverschwendung hinausführen. Und das kann es eben nicht sein. Wir brauchen das Gesamtset. Und hier ist natürlich das, was wir bisher getan haben. Also als Öko-Lebensmittelbranche, sozusagen als, naja, als Zehnkämpfer, dieses Bild ist schon in der Vergangenheit immer transportiert worden, Themen wie Biodiversität, Themen auch wie regionale Bezüge und so weiter nach vorne zu spielen, ist natürlich ganz entscheidend, wenn man tatsächlich in wirklichkeitsnahe Lösungskonzepte gehen will und nicht das Elend erleben will von massiven Rebound-Effekten, die uns irgendwann fürchterlich in die Ohren fliegen. Vielen herzlichen Dank.